und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ihr habt mich hier gefunden. Das ist super. Heute habe ich was sehr Spontanes vor. Und zwar manchmal, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, nächtlicher Einfall, hey, ich muss jetzt noch was tun. Ich weiß, es ist kurz vor Weihnachten. Wir haben den 17.12. und es ist vor 8 Uhr morgens. Egal, manchmal kann man nicht schlafen und muss dann irgendwie was tun. Auf jeden Fall werde ich hier ganz spontan ein Journal machen. Und zwar von Scratch. Und das wird sehr, sag ich mal, undekoriert sein. Also es wird wirklich ein weiter Bastel- und Schreibjournal für jemanden, der gerade sich überhaupt mit dem Thema Junk Journaling beschäftigt. Und ja, wohin das führt, keine Ahnung. Ich habe hier schon mal so ein paar Blätterhaufen hingepackt, habe schöne Seiten gefunden, teilweise Papier, was ich gefärbt habe, teilweise ja Buchseiten, wie ihr seht. Und daraus werde ich jetzt hier 4 Signaturen bauen. Ich werde dieses wunderschöne Lexikon hier schlachten, ein bisschen mit Filigree, Buchecken arbeiten und so weiter. Und das hier ist jetzt auch nur eine kurze Einleitung, weil ich werde gleich loslegen und hier Buchattacke machen, sage ich mal. Und euch nehme ich jetzt einfach mit und das werde ich natürlich auch im Zeitraffer tun, weil ich denke, dieses Zuschneiden und Einbinden von Buchseiten habt ihr bestimmt schon total oft gesehen. Aber vielleicht kann ich euch ja mit ein bisschen Musik erfreuen und hier einem Zeitraffer-Video, wie so ein ganz einfaches Journal für einen Junk Journal Neuling entsteht. Ja, und es soll so sein, dass die Person, die es bekommt, hier, sag mal, ein Neuanfangsbuch draus machen kann. Das ist aktuell ganz, ganz wichtig. Oder ganz sinnvoll auf jeden Fall. Was wichtig ist, muss man natürlich selber entscheiden. Ich habe jetzt irgendwie schon 20 Mal M gesagt. Und da ich morgens ohne Kaffee noch gar nicht so richtig sprechen kann, aber basteln geht immer, auch ohne Kaffee, fange ich jetzt einfach an, nehme euch mit. Nur, dass ihr euch nicht wundert, dass ich hier nicht mega viel dekoriere. Also, ich werde so gut gar nichts dekorieren, weil die Person sich gerade, ja, in einer Lebensphase befindet, wo man einiges an Umbruch hat und einiges neu machen kann. Und wenn dann das Thema Junk Journaling reinkommt, dann wird es natürlich schön sein, sich so ein Buch dann selber zu gestalten. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich lege jetzt los. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ja, auf die Plätze, fertig. Zeitraffer an, Musik ab.